Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Das war ja ein leichtes, dieses Kästchen herzubringen. Ja, ja. Es ist immer etwas Schweres zu beantworten, wo ein Stück wirklich herkommt. Aber vielleicht haben Sie da eine Idee. Ich habe leider keine Idee. Ich habe es vor 30, 40 Jahren von meiner Mutter als Nähkästchen geschenkt bekommen, benutze es auch nach wie vor so. Und erst als mein Mann ein ähnliches Kästchen im Nürnberger Nationalmuseum entdeckt hatte, meinte er, oh, es könnte vielleicht doch älter sein und man sollte es sorgsam behandeln. Älter wie? Älter als, ja, keine Ahnung. Ja, wir unterscheiden zwischen also älter und ganz alt. Und ganz alt, also schon ziemlich älter. Gut, also Sie haben keine Idee. Nein. Nein. Okay. Sie wissen auch sonst nicht, Ihre Mutter hat auch nichts dazu gesagt? Oder wo ist Ihre Mutter denn eigentlich, wo kommt die denn her? Ja, wir haben einen, sagt du es, einen berühmten Urgroßvater, Franz von Lehmbach, der hatte einen großen Fundus hinterlassen. Aber ob es jetzt daher wirklich kommt, kann ich nicht. Also es war verstehen. Jemand, der schöne Arbeiten zu schätzen weiß. Der hat sich sowas angeschafft. Ja, es ist ein sogenanntes Wismutkästchen. Mhm. Wismut, auch Bismut oder Weißmut genannt, ist ein Element, was rein unvermischt in Erzgruben gefunden wird. Und was man für verschiedene Zwecke genommen hat. Und einer der Hauptzwecke im 16., ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert war, es zu pulverisieren, auf Holz aufzubringen, das zu polieren und dann Farbe aufzubringen, weil das wunderbare Effekte hatte. Es hat nämlich einen feinen, silbrigen Glanz, der auch manchmal ins metallisch Irisierende umschlagen kann. Und das hat man daran in besonderer Weise geschätzt. Es gibt Zentren dafür. Eine lag im Nordschwarzwald, andere lagen in Sachsen. Wohl auch in den Reichsstädten hat man dieses Material, was leicht zu transportieren war. Das hat so Knollen auskristallisiert, hat viel hergegeben. Und eine eindeutige Lokalisierung ist nicht möglich. Aber die Zeitstellung ist klar. Ich hätte auch noch einen Raum, und zwar den südbayerischen Raum noch im Kopf gehabt, zusätzlich noch, wo solche Geschichten immer wieder aufgetaucht sind. Aber das Interessante ist wirklich, man wusste eigentlich gar nicht, dass Wismut ein eigenständiges Material ist. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts wusste man das nicht. Es wurde erst mal 1750 nachgewiesen als Element. Und es war tatsächlich so, dass es diesen metallisierenden Effekt, der eine unheimliche Mode dann wurde, dass man es auch gewagt hat, Metall zu finden, das man als Malergänzung, als Malträger feinst pulverisiert in einem Bindemittel verwendet hat, um diesen metallartigen Effekt zu bekommen. Und die haben da wirklich wahnsinnig viel auch Mühe drauf verwendet, die Dekorationen bis ins das Feinste durchzuarbeiten. Man sieht wirklich, hier drinnen hat sich's natürlich besser erhalten, weil hier ein Lichtschutz drin ist und damit auch die Farben noch kräftiger sind. Nur können wir jetzt leider den Metalleffekt vor der Kamera nicht darstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das mitkriegen. Es glänzt, aber wirklich das Metallische werden wir kaum darstellen können. Es ist ein feiner Silberglanz, der die Farben hebt und höht. Und innen drin ist das nicht, also ist es einfach mit dem Holzschutzmittel Ochsenblut ausgestrichen. Das war tatsächlich Ochsenblut, was man mit Ochsengalle mischte, als Insektizid. Ah, ja. Wir haben hier eben, wie gesagt, auch noch mal diesen oberen Deckelkasten, der noch mal Platz für Briefe, Kuverts, Schreibutensilien oder anderes geboten hat und eben den klassischen Kabinetteinbau mit der alles verschließenden Frontlade. Auf die Herkunft in der Ständegesellschaft der damaligen Zeit weist dieses Brautpaar hin, die sich hier zwischen am Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts in diesem großen spanischen Radmantel in Weiß-Silber, dem fast Zylinderhut mit Federn und die Frau mit diesem Prunkkleid zeigen. Das weist darauf hin, dass es Patrizier waren, also die höheren Stände in einer Stadt. Mhm.
die sich in dieser Weise schmückten oder eben der niedere Adel auf dem Lande. Ich drehe es jetzt mal nochmal, damit man es wirklich mal sieht, wie wunderbar fein das ausgearbeitet wurde und wie viel Mühe darauf verwendet wurde, dieses Stück zu dekorieren. Die Zeit ist spätes 17., frühes 18. Jahrhundert. Das war die Mode von 1600, die hier gezeigt wird. Nicht ohne Grund haben Sie es im Germanischen Nationalmuseum ein Vergleichsstück gesehen. Und da kann man durchaus einen Preis von 6.000 bis 8.000 Euro annehmen. Das müsste eigentlich auch heute noch für dieses ausgefallen schöne Stück zu erzielen sein. Gut, danke. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie uns das gezeigt haben.